Vergrößern, Verkleinern. Jeff Strasser ist nach seiner Herzattacke Anfang des Jahres wieder vollständig gesund. Urheberrecht Getty Image steilen wie terne Mail-Kommentare. Gute Nachrichten aus der Pfalz. Ex-FCK-Trainer Jeff Strasser ist knapp 3,5 Monate nach seiner Herzrhythmusstörung wieder vollständig genesen. Knapp 3,5 Monate nach seinen während eines Zweitligaspiels mit dem 1. FC Kaiserslautern erlittenen Herzrhythmusstörungen ist Jeff Strasser wieder vollständig gesund. Seit dem 1. Mai sei er von den Ärzten gesund geschrieben, sagte der frühere Trainer des FCK im SWR-Fernsehen: Ich bin wieder vollkommen einsatzfähig. Strasser musste seinen Trainerjob nach dem Vorfall am 24. Januar in der Halbzeitpause der Partie bei Darmstadt 98 aufgeben. Für den Luxemburger kam Michael Fronzek in die Pfalz, der den Abstieg aber nicht verhindern konnte. Durch den Gang in Liga 3 läuft Strassers Vertrag im Sommer aus, so dass er ab Juli arbeitslos wäre. Fronzek bleibt Trainer der Roten Teufel. Der FCK hatte Strasser aber bereits angeboten, ihn auch in der 3. Liga weiter einbinden zu wollen. Möglicherweise beim Nachwuchs oder beim Scouting, zitierte die Bild-Zeitung FCK-Sportvorstand Martin Bader. Teilend wie terne Mail-Kommentare.